herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich melde mich auch mal wieder. Wie ihr sehen könnt, habe ich kurze Haare. Und ich wollte auch einfach nur ein kleines, kurzes Infovideo für euch geben. Ich weiß auch nicht, wann ich das schaffe, das hochzuladen, weil ich im Moment wirklich, wirklich, wirklich im Prüfungsstress bin zu der Abschlussprüfung. Ich habe ja jetzt nächsten Monat, also knapp in 4 Wochen, meine theoretische Abschlussprüfung. Und ja, das ist nicht ganz ohne. Ich muss relativ viel in meinen Kopf reinkriegen. Und dementsprechend habe ich wenig Zeit für YouTube, Instagram oder so. Aber bei Instagram wisst ihr das schon länger. Auf YouTube habe ich mich dementsprechend noch gar nicht zugeäußert. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, jetzt bald Abschlussprüfung. Und dann ist auch bald meine Ausbildung zu Ende, wenn wir die Däumchen drücken und ich die Abschlussprüfung bestehe. Dann bin ich in 6 Wochen fertig. Ich freue mich. Aber es ist natürlich super anstrengend und dementsprechend, wie gesagt, habe ich wenig Zeit für YouTube bzw. fast gar keine Zeit. Aber ich wollte euch doch mal auf dem Laufenden halten, dass ihr wisst, dass ich euch nicht vergessen habe. Ich einfach im Moment total im Stress bin und dementsprechend da leider gar nichts mehr kommt im Moment. Aber die Zeiten werden sich ändern, sobald ich mit der Prüfung durch bin. Und sobald ich Zeit habe, werden wieder vielleicht sogar täglich Vlogs kommen. Auf jeden Fall wieder Vlogs. Ich weiß nicht, ob die Vlogs mit der Kamera gemacht werden oder vielleicht doch mit einer anderen. Keine Ahnung, das ist ja nur mein Handy. Dann wollte ich euch noch mein Fahrrad zeigen. Das habe ich nicht vergessen. Ich wollte euch meinen Kinderwagen zeigen bezüglich meines Hobbys. Das habe ich auch nicht vergessen. Also zu den Reborns noch ein paar Videos. Habt ihr euch ja auch gewünscht. Ja, genau. Aber wie gesagt, es kommt alles erst, denke ich, Anfang Juni. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wann das Video hier online kommt, weil ich nicht weiß, wann ich es schaffe, es zu bearbeiten und hochzuladen und wann ich die Zeit dazu finde. Genau. Das war ein kleines, kurzes Update. Ich habe noch nicht mal Zeit, mein Zimmer aufzuräumen. Seht ihr das? Da liegt alles rum. Da hinten stehen die Pfandflaschen. Ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich lebe im Moment, glaube ich, nur für die Arbeit. Naja, okay. Das war einfach nur mein kleines Infovideo für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass halt, wie gesagt, da jetzt gar nichts kommt. Aber Prüfungen gehen natürlich vor, wie ich auch schon bei der Zwischenprüfung gesagt habe. Und ja, genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald zu einem neuen Video wieder.